Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder bei Resident Evil 7. Jawohl. So, das Mikrofon ein bisschen näher gestellt. Und dann kann es eigentlich schon weitergehen. Wir sind immer noch in dem verfluchten Bakerhaus. Hatten auch schon wieder das Vergnügen mit dem Familienoberhaupt. Mit Jack, glaube ich. Ja. Und ja, jetzt haben wir haben ja mehrere Videokassetten eingesammelt und die von Mia wollten wir uns mal anschauen. So, da haben wir sie. Schmeißen wir sie mal rein. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Aha, Mia, even please watch this, okay? Mia Winters Old House, das ist, genau, das Tape wurde am 19. Juli 2017 aufgenommen. Bin sehr gespannt. Geht's mal bald weiter? Naja, wir sind gespannt, wie es wieder weitergeht. Wir haben ja schon gemerkt, Resident Evil 7 ist ziemlich schonungslos. Ah, da geht's weiter. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh Mann. Oh nee. Na, das darf ich ja jetzt wieder steuern, oder? Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh Gott. Oh nein, keine Puppen. Keine Puppen. Alter. Fuck. You're just kidding me, oder was? So. Nein. Nee. Oh nein, nein. Gott, 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 Gott. Hier drüben, Mami. Was? Ich werd bekloppt. Hier drüben, Mami. Was soll denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Schon weitergehen? Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ja? Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen? Gott. Alter, geh weiter. Geh einfach weiter. Überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Okay, von mir aus. Von mir aus soll das eine Gabe sein. Komm ich hier raus? Ja. Okay. Was haben wir denn hier? Dieses Haus hat mehr gesehen, als Boah, fuck, die kommt. Es weiß Dinge. Die Alte kommt. Du verstehst es einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ganz ruhig und unauffällig. Kommt die? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Oh Gott. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Bleib mal im Verborgenen. Oh, Spannung. Was macht denn die Alte da jetzt? Geht die wieder? Fuck. Hat sie mich gehört? Nein, nein, komm nicht hierher. Nee. Nee, bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Oh Gott, scheiße, die kommt. Oh nein, die kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh doch, geh. Geh wieder, du hast nichts gesehen, du hast nichts gehört. Hau ab, hau ab. Hau ab, du alte Plunz. Gott, ja, da steht sie. Seht ihr das? Oh
Komm, geh wieder. Geh wieder, geh einfach wieder. Scheiße, die kommt daher. Oder? Oh nein. Komm, du gehst. Geh wieder. Geh einfach rein. Geh rein. Ja, geh rein. Werde ich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Ach, Scheiße. Alter, du bist doch krank. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Ich glaube, sie ist weg. So, ist hier irgendwas Nützliches? Nee, ich glaube nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Ah ja, okay. Öffnet sich. Jawohl. Wie klischeehaft. Eine Geheimtür, aber uns soll es recht sein. Da gehen wir mal lang. Oh Mann. Oh Gott, 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 oh Gott. Komm weiter. Gut, dass du so schmal bist. Das muss ich jetzt mal echt bemerken. Ich käme da nicht durch. Alter, guck dir das mal an. Da musst du ja eine Wespentaille haben. Alter Schwede. Wer war eigentlich das Kind vorhin? Liebt ich. Oh Gott. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Kommen wir jetzt wieder? Oh ja, da ist du. Er. Du! Oh nein. Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Halt die Gosch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh. Oh Gott. Geh doch einfach. Nein, nicht zu mir. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Gott. Nimm uns an! Nee, hau ab. Geh. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Komm, wir rennen jetzt einfach. Oh Gott, komm da durch. Denkst du, die kleine Edi wird nicht deine Schaffung? Nein, 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 nein! Versuch dich deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg aus, Fräulein! Oh Gott. Ja, wir probieren es trotzdem. Ist doch mir scheißegal. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Hä? Okay. Können wir hier was... Nee. Fuck. Fuck. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Wo denkst du, dass du hingehst? Oh Gott. Fuck. Nein. Nein. Hau ab. Oh. Nee. Oh, you're just kidding me. Alter Schwede, fuck, was für ein Tape. Versteckspiel, alles klar. Wo haben wir das andere Tape? Haben wir das in die Kiste getan? Ich weiß es nicht. Wir haben doch noch ein Tape gefunden, ne? Oh, Alter, nee, da hebe ich doch ja nicht. Ich muss mal nochmal zurückgehen. Ja, genau, ich gehe nochmal zurück und guck mal, ob ich das in die Kiste getan habe. Wenn jetzt mal das langsam fertig ist. Gucken wir uns heute nur Videokassetten an. Ist doch auch mal was Schönes, ne? Eine Folge nur mit Videokassetten. Warum nicht, ne? Kann man doch machen. Hallo? Kommt da irgendwann noch was anderes? Boah, wenn das der Ladevorgang ist, der ist heftig. Aber gut, ist auch eine VHS-Kassette, ne? Ist halt keine DVD oder jetzt. Wir leben ja im Zeitalter von Blu-ray, ne? Ja, ist klar. Muss ich irgendwas drücken oder so? Nee. Spul das jetzt nochmal komplett zurück. Ich glaube. Alter. Ist doch mal jetzt gut. Oder kommt jetzt noch was? Kommt die alte Nummer? Nee, die kann wegbleiben. Ekelhaft. Widerlich. Widerlich und ekelhaft. Hallo. Hallo. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ich kann doch nichts. Ah ja, jetzt. Was haben Sie dir angetan, Mia? Ja, das fragen wir uns auch. Oh, wir können aber auf jeden Fall.
So. Warte mal, war hier noch was Interessantes? Das kommt ja auch noch dazu. War hier noch was Interessantes? Ich weiß nicht, ne? Guck mal, hier ist noch ein Zettel. Margaret bringt den Hippie Miss Kerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Alter, okay. Nicht dein Ernst. Verarbeitungsbereich. Okay, jetzt haben wir wieder eine Münze. Oh, das können wir wieder kaputt machen. Weiß nicht, für was gut ist, aber für irgendwas wird schon gut sein. Kommen wir da durch? Nee. Okay. Oh, wow. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir gerade sind, ne? Das ist sehr irritierend. Nee. Aber wir haben immer noch. Ach, wir haben die Videokassette. Können wir das zerstören? Können wir das rausnehmen? Nee. Ah ja, genau. Hier geht es nochmal runter. Wir gehen nochmal runter, definitiv. Weil. Wir haben ja einmal den Kopf hier. Den können wir dann wieder hier einsetzen. Wo ist denn die Tür da vorne? Genau. Gehen wir mal ein bisschen zügiger mal hin. So. Können wir den zweiten Kopf hier auch einsetzen. Dann haben wir den schon mal weg. Das ist auch ganz praktisch. So, und jetzt gehen wir mal da raus. Weil ich will mal gucken, ob wir... da war doch irgendwo, war doch die Tür. Irgendwo war doch die Tür mit den Vorräten, oder? Also nicht Vorräten, ihr wisst, was ich meine. Bin ich jetzt auch richtig? Bin schon ganz beschugge. Ja, genau. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Ich wollte nur mal gucken, ob hier auch die Videokassette drin ist. Nee. Wo war denn die Videokassette? Wir hatten doch definitiv noch eine. Oder ist die... Mama. Nee, das ist alles, was wir haben, ne? So, aber wir nehmen schon mal die Münze. Und... hauen sie da rein. Flintenmunition. Wir behalten sie lieber mal. Die Videokassette mit Mia können wir eigentlich jetzt auch da reinhauen. Aber wir hatten doch noch eine andere Videokassette gefunden. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen stutzig, aber egal. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir gehen einfach jetzt mal weiter. Das stört uns jetzt nicht großartig. So. Gehen nochmal da hoch. So, die Alte hockt immer noch da. Weiß nicht, ob ich das so beruhigend finde. Können wir die abstechen? Nee. So. Aber wir können auch den Footballhelm nehmen, aber vielleicht was? Vielleicht ist es. Was stand da? Daddy's? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst. So, wir gehen da mal weiter. Moment. Alles können wir nicht rausnehmen. Okay. Oh. Ein schönes Bad. Hat uns eine eingelassen. Boah, man weiß nie, für was gut ist, ne? Ein Holzteil. Das nehmen wir schon mal. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was, ja. Man weiß es nicht. Kaka vielleicht, ja. Eventuell. Ach. Hier ist auch eine antike Münze. Toll. So. Hier ist wieder Munition. Können wir die irgendwie wieder kombinieren? Nee. Nee. Was ist das überhaupt? Das ist die Holzstatue, genau. So, hier ist nichts drin.
Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. Oh, oh nein. Höllische Sache, nicht? Ganz sicher besser als es alles zu beißen. Oh, fuck. Meine Kleine hat... Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du... Gut. Fuck, ey. Bleib mir bloß vom Leib. La 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 la. Ah, fuck. Gut ausgewiesen. Gut. Komm schon. Stirb, Judas. Gut, jetzt. Ah. Nicht erwischt. Ha 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 ha. Wo ist er denn jetzt? Ah ja, da. Komm, stirb doch einfach, verreck doch hier jetzt. Du bist ein toter Mann. Oh Gott. Ja, hinter die Bar. Nein, die Stachlagen. Ah. Alter, der hält aber auch was aus, ne? Ah, nee. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Mhm, gell? Das fand ich auch schon komisch. Oh Gott, nein. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Oh Gott, nein. Was machen wir jetzt? Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Kümmer mit dem Messer jetzt hier. Ja. Ach was. Du denkst, du kannst mir wehtun? Alter. Scheiße. Jetzt wären Pistolenmunition echt nicht verkehrt. Wir hatten doch da. Was ist denn das? Verbesserte Pistolenmunition. Ja, mit... Da ist mein Kleiner! Oh nein, komm schon! Stirb! Okay. Scheint so, als wäre mal wieder am Arsch. Das tolle Werkzeug können wir uns natürlich nicht nehmen. Rucksack. Stirb einfach mal. Das ist nicht sehr nett. Nein! Oh mein Gott. Scheiße. Das ist doch nicht normal, oder? Das ist doch echt nicht normal. Warum kann ich die verbesserten Pistolen und Munition nicht nehmen? Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Scheiße. Das kann's doch nicht sein. Komm schon. So. Halt's Maul. Keine Sorge, ich bin immer noch hier. Sehr schön für dich. Ich glaube, ich gehe mal da runter wieder. Wo ist mein kleiner Ethan? Oh, komm schon. Vielleicht können wir das schnell einsetzen. Das ist doch ähnliche Technik wie zuvor auch. Mama, das. Ja. Ungefähr, oder? Ungefähr? Nee. Ach Gott. Bin so aufgeregt. Ja, das. So, war. Ich glaube, wir sind in der. Ja, ungefähr. Ja, das. Doch. Das kommt doch jetzt hin.
Verarsch mich nicht. Vielleicht noch so ein bisschen? Hä? Ja, aber ungefähr. Das war's doch schon. Wart mal. Er jagt uns aber anscheinend jetzt gerade nicht, während wir in dieser Sequenz sind. Oh, ich die Fummelei da immer. So, aber jetzt, hä? Nee, das kommt bei weitem nicht hin. Das, was? Jetzt irgendwie da? So, das sind die Flügel. Hä? Jetzt aber, ja, genau. Perfekt. Alter Schwede, oh Mann. Wer baut diesen Mist? Komm schon. Geh da durch und gut ist. Oh yeah. Oh yeah. Hier mal wieder ein Pflänzchen, der ist nicht schlecht. Da könnte man wieder kombinieren, glaube ich. Ja. Hä? Also. Genau. Und. Hä? Ja. Ach, guck mal da. Ah. Okay. Geht es auch? Egal. So. Da ist wieder Munition. Gut. Alter. Schreck mich doch nicht so. Okay. Sind wieder da. Es wird Zeit, dass ich jetzt langsam mal eine gute Waffe bekomme, ne? Also, ich will ja nicht meckern, aber das wäre echt nicht verkehrt. Ach, naja. So, naja. Also ich würde sagen, bevor wir hier jetzt weitergehen, beenden wir hier die Episode und schauen dann mal weiter. Irgendwann geht mir dieser Jack echt auf den Arsch, das gibt's doch nicht. Da messern wir schön auf ihn ein und dann steht er auf, als wäre nie was gewesen. Irgendwas stimmt da nicht. Aber dem Ganzen gehen wir nach. Dann bei der nächsten Episode. Das ist dann schon die 6. Mein lieber Herr Gesangsverein. Jo, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt was in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn es heißt Resident Evil 7. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.